Der gesamte Projektprozess gliedert sich in vier Phasen. Das ist die Projektplanung, die Ausführung, dann die Montage am Baugrund und danach das Schöne, das Wohnen. Unsere Kunden werden durch den gesamten Prozess von unserem Team begleitet. Das ist jetzt jedoch nicht immer der gleiche Ansprechpartner, sondern wir haben wirklich für jede Phase unsere Expertinnen und Experten. Also in der Regel dauert es vom Erstgespräch, das wir hier im Büro online vereinbaren, bis zum Einzug 1 bis 1,5 Jahre. Der erste Schritt oder der wichtigste ist sicher mal, sich auf der Homepage zu informieren. Wir haben das echt gut aufgearbeitet. Auch unter den Frequently Asked Questions gibt es ziemlich viele Dinge zu finden, die hilfreich sind. Es beginnt mit einer Kontaktaufnahme via Online-Formular an uns, wo uns die Kunden wirklich kontaktieren können, wenn sie bereits ein Grundstück besitzen. Das ist relevant, damit wir wirklich bei der Planung auch auf die Gegebenheiten vor Ort eingehen können. Im Erstgespräch erhält man mal die ersten Informationen zum eigenen Projekt, zur eigenen Projektidee. Man kann das über die Homepage buchen, man kann sich selbstständig einen Termin aussuchen und das Buchen, das findet über Skype statt, online. Das dauert in der Regel 1 Stunde. Wir haben ein Online-Gespräch, hören uns an, was die Kunden für Wünsche haben, was der zeitliche Rahmen ist, was der Budgetrahmen ist und machen dann Vorschläge, wie es weitergehen kann. Wenn die Kunden einen weiteren Schritt mit uns gehen möchten, kommt es zum IPB-Paket. Das ist das individuelle Projektberatungspaket. Hier gehen wir tatsächlich auf ihr konkretes Projekt ein. Sie bekommen einen Grundrissvorentwurf, Richtkosten dafür, auch die Anlieferung und Transport und die Fundamentierung werden überprüft. Und mit diesem Startpaket kann man dann quasi die nächsten Schritte gehen in die behördliche Einreichplanung. Nach dem abgeschlossenen IPB-Paket wandert das Projekt zu meinem Kollegen Uwe, der dann die Einreichplanung übernimmt. Das Ziel der Einreichplanung ist der positive Baubescheid und nach Erhalt des positiven Baubescheides geht es in die Ausführungsplanung. Da werden dann alle Materialien bestellt, auch die Farbwahl und die Bemusterung findet hier statt, also sprich welche Fenster, welche Wandfarben etc. We want to make sure that we understand our clients well and they're happy at the end. Uns ist es sehr wichtig, dass wir das gemeinsam mit den Kunden entwickeln, weil es ja auch für sie das perfekte Wohnhaus und die perfekte Wohnumgebung sein soll. Und daher ist das ein gemeinsamer Gestaltungsprozess zusammen mit unseren Expertinnen und Experten aus der Bauphysik, der Statik, der Ausführung und der Planung. Die Produktion der Komoothäuser findet bei unserem Produktionspartner, der Firma Mitos, in der Nähe von Marburg statt. Dort werden die Komoothäuser immer unter den gleichen Bedingungen in der Werkshalle konstruiert. Wir bieten auch unseren Kunden an, das Werk zu besuchen und ihr eigenes Komoothaus schon in den Produktionsbedingungen zu sehen. Bei der Produktion ist uns ganz wichtig, dass das Haus, aber auch die ganzen Arbeitsbedingungen nachhaltig sind. Das heißt, dass die Arbeiter im Werk eine gute Umgebung haben, das Haus zu bauen und auch der Kunde sich wohlfühlt, indem er weiß, dass das Haus, das er in Auftrag gegeben hat, in guten Händen produziert wird. Die Produktion dauert im Allgemeinen zwischen 2 und 3 Monaten. In dieser Phase kann bereits ab dem vorliegenden Baubescheid die Fundamentierung bzw. die Grundstücksvorbereitungen vor Ort vorgenommen werden. Bei der Montage eines Komoothauses legen wir großen Wert auf Genauigkeit und Sorgfalt. In der Früh wird als erstes der Mobilkran aufgestellt. Dann erfolgt die Anlieferung der einzelnen Module mittels Schwertransport und dann werden die Module zum Verheben vorbereitet und dann mit dem Kran auf die Positionierung der Fundamente dann verhoben. Am Aufstellungstag ist mir persönlich eine sehr gute Stimmung auf der Baustelle wichtig. Und da die Kunden sehr oft sehr aufgeregt sind, können wir das durch unsere Erfahrung gut abdämpfen und dem Kunden wirklich einen tollen Tag bescheren. Die Aufstellung unserer Komoothäuser erfolgt innerhalb von weniger Stunden, aber auf jeden Fall an einem Tag. Und innerhalb von 1 bis 2 Wochen ist das Haus dann wirklich bezugsfertig. Wenn die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen erledigt ist, dann komme ich ins Spiel. Also das heißt, wenn wirklich der finale Bauplan abgelegt ist, wenn das Haus steht, wenn der erste Rasen gewachsen ist, dann komme ich, weil ich bin
extrem neugierig, wie geht es unseren Kunden im neuen Haus? Wie ist es, wenn dann tatsächlich der Traum vom Komoothaus wahr geworden ist? Wenn das für den Kunden, die Kundin okay ist, dann kommen wir vorbei und machen Fotos und Videomaterial. Das ist aber natürlich nicht verpflichtend, sondern nur auf Wunsch und ausdrückliche Zustimmung der Kundinnen. Das Material, das wir von den Fotografen und vom Videoteam bekommen, das verwenden wir natürlich für unsere Website, für Social Media, aber auch für Beiträge in Magazinen, um neuen potenziellen Kundinnen einen möglichst authentischen Einblick in die Häuser zu geben. Bei uns ist es so, dass wir nicht im Musterhauspark vertreten sind, das ist auch gut so, weil keines unserer Häuser gleicht dem anderen, jedes ist individuell, jeder Kunde ist individuell und das wollen wir auch zeigen. Very special houses and very special customers can receive the awards. We're super proud that we already won many awards, such as Bixi Award or German Design Award or Muse Award, Iconic Awards or etc. Wir sind natürlich auch nach Projektabschluss und positiver Abnahme nach wie vor für unsere Kunden da und sind jederzeit bereit, auch Informationen zu geben, wie sie ihr Komoothaus pfleglich behandeln können, damit sie noch lange eine große Freude daran haben können.